begeisterte Volk, die strahlende Jugend fühlten es. Etwas Großes war geschehen. Gewissheit wurde es ihnen durch das Telegramm Stalins an Wilhelm Pieck und Otto Große Wohl, in dem der geniale Lehrer und Führer aller fortschrittlichen Menschen sagt: Die Gründung der deutschen friedliebenden demokratischen Republik ist ein Wendepunkt in der Geschichte Europas. Der Weg in eine neue deutsche Zukunft mit ungeahnten Perspektiven lag vor uns. Die Menschen, 7. Oktober 1949, wird sich hier ein Stück deutscher Geschichte vollziehen. Sie alle, Hörer in Stadt und Land, in Ost und West, die Sie jetzt durch die Rundfunkwellen mit uns verbunden sind, werden Zeugen dieser Ereignisse sein. Wir geloben in dieser Stunde, in Liebe, Treue und Verantwortung zu unserer deutschen demokratischen Republik und zu Ihnen, Herr Präsident, zu stehen und unsere Republik vor allen Anschlägen der Kriegstreiber, vor allen Anschlägen gegen die deutsche Einheit zu hüten. Wir sprechen wieder aus dem großen Saal der Deutschen Wirtschaftskommission in Berlin und folgen den historischen Ereignissen des heutigen Tages. Ich bitte Sie, mit mir einzustimmen in den Ruf: Deutschland, das deutsche Volk, seine nationale Einheit, seine Demokratie, sein wirtschaftlicher, politischer und kultureller Aufstieg, seine Feindschaft mit der Sowjetunion, allen anderen friedliebenden Völkern, alle diese Grundelemente der Deutschen Demokratischen Republik, sie leben! Oh. 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 Es ist die Schicksalsfrage Deutschlands. Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit!